Hallo und willkommen zu meinem nächsten Opening im TCG und zwar heute mit dem Blister zu SM8 Echo des Donners und ich habe zwei Stück, ein für heute. Heute kommt der mit dem Aloda Kokowai dran und nächste Woche, wobei ihr da beachten müsst, dass der dann am Sonntag kommt und nicht am Samstag, wie dieses Video heute, wird dann der mit Altaria geöffnet. Deswegen gehe ich erstmal beiseite. Ich werde erstmal den hier versuchen aufzumachen. Hoffe, es gefällt euch das Video. Dann lasst doch gerne mal ein Like da bei mir. Und ja, vielleicht auch gerne mal einen netten Kommentar schreiben. Denn ja, ich weiß, ihr guckt auch bei anderen Leuten 100er Openings. Und ja, das kann auch bei mir mal in der Zukunft irgendwann passieren. Zuvor brauche ich aber dann natürlich eure Unterstützung, denn ohne euch würde es sowas nicht geben. Und deswegen immer schön meine Videos immer fleißig liken, kommentieren und so, damit ich auch in Zukunft coole weitere Videos für euch bringen kann. Hier sind die Booster. Guck mal. Dann die Karte. Oh, die lässt sich gut rausnehmen. Wir gucken uns hier gleich an die Karte. Aber zuvor gebe ich euch dieses gute Alola Kokowai fürs Online-Spiel. Also Leute, wer es noch nicht hat, gerne mal im Spiel ausprobieren und viel Spaß damit, wenn der YouTube-Code jetzt fokussieren möchte. So, Code hat fokussiert. Dann schauen wir uns mal noch die Münze an. Den Rest haben wir schon erledigt. Die ist sehr, sehr schön. Leider kann ich jetzt nicht sagen, ob es ein Manaphy oder ein Fionn ist, denn ja, die sehen sehr ähnlich jetzt aus, denke ich mal, auf einer Münze. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. ja, ihr wisst ja bestimmt, welches Pokémon es ist. Ansonsten gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube eher, es ist ein Manaphy, ne? Ich glaube schon, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ist ja nicht so wichtig, jetzt kommen wir zu den schönen Boostern, deswegen seid ihr ja hier. Aber zuvor gucken wir uns noch die schöne Karte an von Alola Kokowai mit tropisches Schütteln. Diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der verschiedenen Basisenergietypen in deinem Ablegeschabbel zu. Du kannst auf diese Weise höchstens 100 Schaden zufügen. Okay. Interessant. Mal gucken, ob die zu spielen ist. Haben wir ja schon eine Reihenfolge gemacht. Ja, die Reihenfolge ist schon so okay. Es sind diesmal erstaunlicherweise direkt drei Booster SM8, denn bei den manchen Blistern sind auch noch ältere Booster drin. Nicht nur das neueste Set, aber hier haben wir auch noch andere. Kurz so rum, okay. Nur SM8, genau. Ich war gerade ein bisschen verwirrt wegen dem Code, was ich sagen wollte. So, mal gucken, ob hier direkt was Gutes kommt. Hier haben wir die Kampfenergie, Bianca, Potrot, das ist sehr schön, Bandsticker, Vermicula, Petsmief, oh mein Gott, ein ganz, ganz hässliches Funfi, Wampel, Garstella, Anego ist eine Ultra-Bestie als Reverse, ist aber keine, doch ist eine Stern und Koplosio GX. Das ist doch mal schön. Der erste Hit ist jetzt nicht die geilste GX-Karte, die ich ziehen möchte, aber immerhin eine GX. Super. Ist vom Typ Feuer und ja, das ist sehr viel Text. Also dann pausiert mal das Video, lest es durch, wenn ihr wissen wollt, was diese Karte kann. Ich werde es nicht im Detail vorlesen, weil das ist einfach zu viel Text gerade. Denn ich möchte gerne noch nicht haben. Ey, das ist ja geil. Da war auf dem Booster war das drauf und im Booster war es drin. Das heißt ja, wenn das jetzt hier so weiterläuft, vielleicht auch jetzt ein Lugia GX hier rausholen. Das wäre cool. Das ist total kaputt. Das Booster, das macht aber nichts. So, wieder vier. Nicht verzählen, bitte. Nicht verzählen. Elektroenergie. Dann Gedächtnisenergie. Die
nicht fokussieren möchte. Bitte fokussiere kurz für die Kamera. Hallo, Energie. So, sehr gut. Dann Hornweisel, Masurika, Feueregel, das ist ein sehr schönes Artwork. Tanzer, Wadribi, Lefeo, Wommel, Janias Prisma und Psiana. Aber, ja, ist auch okay. Kann ich auch super mit gut leben. Jetzt kommt Zeraora im letzten Booster für heute. Mal gucken, ob da heute auch wieder was kommt. Und die Booster sind total leicht gemacht. Die gehen total leicht auf, im Gegensatz zu anderen. Ja. Schauen wir mal. Weil sonst waren die viel, viel schwieriger aufzumachen. Die sind sehr leicht diesmal. Und hier dann eine Feuerenergie. Mantax, Ariados, Feenschmuck, Makabaya, Pummeluff, Voltilam, Alola Vulpix, oh, sehr schönes Artwork, Hundusta, Zombiris als Reverse und Tukanon als keine Holo-Karte, die kann nix. Sehr schön, hoffe es hat euch gefallen und hier nochmal der Hit, direkt leider im ersten Booster, aber ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Ihr hattet Spaß und wie gesagt, jeder Like, jeder Kommentar hilft mir, hilft euch. Und wie gesagt, wenn meine Videos gut ankommen, werde ich sehr wahrscheinlich im neuen Jahr auch ein cooles 100er Opening machen. Und seid sehr gespannt, was ich da vorhabe, denn es wird kein standardmäßiges 100er Opening werden, wenn ich eins machen will und möchte, aber nur mit eurer Unterstützung. Also wie gesagt, fleißig unterstützen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.